Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Trek Online. Wir befinden uns am Ende des Ikonianischen Krieges, ja, sagen wir mal fast, und heute mit der Episode Schmetterling. Oh, da ist die Anorax. Genau, die bauen die Anorax für die Föderation, deshalb konnte man sie dann halt auch fliegen. Jetzt geht sie erstmal vor. Und die Anorax fliegt ja schon eine meiner Forscherinnen, also Wissenschaftlerinnen. Ah, da ist der große Nock. Mit dem zweitbesten Zepter seines Vaters unterwegs. Okay. Also, Simulation möglicher Einfälle. Haben Sie denn eine Ahnung davon, wann man so einen temporalen Eingriff machen muss? Holodeck. Okay. Direkte Aktionen gegen die Ikonianer haben sich als sehr schwierig erwiesen, da so viel Zeit vergangen ist, seit sie eine Großmacht geworden sind. Naja, das ist alles Raten, ne? Verzögerung von 700 Jahre. Die Ikonianer hatten 200.000 Jahre. Ich bin da nicht so... Gibt es denn auch gute Nachrichten? Okay. Testen Sie die temporalen Eingriffsszenarien auf dem Holodeck. Ich habe zwar nach wie vor Kopfschmerzen mit dem temporalen Gedöns, aber okay, Holodeck. Ja, Holodeck. Hoch. Hallo, du bist der Mann fürs Holodeck? Okay. Dass das Entfernen einer bestimmten Serie von Sternen des Beta-Quadranten in der fernen Vergangenheit dazu führt, dass ein Einzelgängerplanet ins driftet. Oh Gott. Oh, das ist nicht besser als Krieg zu führen. Ganze Sterne zu entfernen, das gefällt mir nicht. Naja, die glauben, alles, was im Holodeck funktioniert, funktioniert dann auch richtig, aber da bin ich mir eben nicht so ganz sicher. Ob das auch so ist. Na gut, also, was soll ich tun? Starten Sie das Programm im Holodeck. Okay. Dann gehe ich mal ins Holodeck. Hallo, Holodeck. Ach, das ist aber niedlich. Programm Alpha, bitte. Okay. Ich würde ja gerne mit dem Besatzungs... Ach, vielleicht nehme ich das hier. Das hat so ein Schild auf dem Kopf. Okay, wie ist die Lage? Okay, ich bin Arzt. Ich helfe den Verwundeten natürlich. Okay, also. Verletztes Besatzungsmitglied stabilisieren. Oh, Mieze. Schön. Dann gehen wir mal zum nächsten. Auch dem werden wir helfen. Und bei dir war ich ja schon. Gut. Antworten Sie auf den Ruf? Ja, würde ich gerne. Ah, da muss ich zur Rufkonsole. Haha. Okay, mal gucken, was hier kommt. Ach, das ist die Ajax. Okay. Wir werden uns nie ergeben. Natürlich nicht. Daten von der Simulationskonsole beschaffen. Das dürfte dann wohl diese sein. Ich bin in einer Simulation und muss mir von einer Konsole Daten beschaffen, anstatt ich das direkt aus der... Das ist ja dämlich. Ich muss in eine Simulation, um mir Daten zu beschaffen, die ich nicht direkt aus der Simulation rausziehen kann? Hä? Was? Hi.
Na gut. Ich soll mit Soffen, der hat einen Intus, reden. Hallo Soffen, hast du heute schon G? Soffen? Hä? Das ist doch alles. Das ist doch alles überhaupt keine Lösung. Über das Beta-Szenario. Okay, gut. Es ist doch totaler Schwachsinn, was die hier machen. Eine Simulation, in einer Simulation? Ich bin kein Voyager. Ich habe nie auf diesem Schiff gedient. Trotzdem sind sie alle gleich. Ich glaube, du bist nicht ganz knusprig, ne? Eine Sonneneruption, die die Voyager dazu zwingt, den Kurs anzupassen, um die Entdeckung des Unterraums zu verhindern. Ach du großer Gott. Das heißt, wir werden unsere eigene Geschichte, nicht nur die der Krennim, der Badwar, der Ekonianer, nein, wir werden unsere eigene Geschichte, ich bin hier aber, glaube ich, falsch. Ich muss mit einem Forscher namens Cloud reden. Hallo, kann ich hier in die Cloud? Oh. Wir werden entweder alle zusammenarbeiten. Was für eine Spezies sind sie? Sie sind Tuterianer. Okay, gut. Er mag sie nicht? Okay, gut. Ja, auf Wiedersehen. Okay, Holodeck-Simulation Beta. Na gut, also nochmal ins Holodeck. Weil da läuft eine Simulation, wo wir anscheinend keine Daten rauskriegen. Beta. Okay. Hallo Botschafter, ich kenne dich doch. Ah ja, gut. Die Hierarchie gegeneinander aufgehört, Zuburg. Ach, das ist doch alles Blödsinn. Das ist doch alles. Naja, gut. Gehen wir mal positiv ran. Nee, die Malon sind wirklich nicht. Sind wirklich nicht so die riesige Gefahr. Genau, kannst du dich einfach eine neue Mülldeponie woanders machen? Okay, gut. Konsolen verwenden, um Nachforschung anzustellen. Oh, hier ist passenderweise eine Konsole. Da kann ich einfach mal auf den Computer der Voyager zurückgreifen. Tri-tra-tralala. Ja. Zwischen den Mailern haben sich rasant verschlechtert, das wissen wir alles. Ah, wir müssen also mit den Bentane. Und das soll irgendetwas hier bringen? Ernsthaft? Hallo, Bentana. Schöne Schiffe habt ihr. Es tut mir leid, ich werde mit den... Genau. Positiv? Okay, gut. Dann reden wir jetzt mit dem nächsten. Azari, das ist so eine richtige Laber-Episode. Ja, es wird also nichts. Ich mache mit Söldnern keine Geschäfte. Dann reden wir nochmal mit ihm hier. Ja, vielleicht Jahre, dann sind Sie genau der Richtige. Sie haben die Zeit und die Geduld dafür. Und ich habe nochmal eine Konsole, die wieder blinkt. Da greife ich nochmal drauf zurück. Tritra, trullala. Daten herunterladen. Na dann, machen wir das. Und das Programm beenden. Bah. Es ist immer so. Und dann erstatte ich hier mal wieder Bericht. Und wenn du jetzt nochmal Voyager zu mir sagst, dann... Natürlich war das sinnlos. Das wird so nicht funktionieren. Ja, sprechen Sie mit dem Anführer des Gamma-Teams. Oh, ernsthaft. Hallo, bist du das Gamma-Team? Ein Ein-Mann-Team? Ja.
Ich verstehe, warum. Ja, ich verstehe es eigentlich nicht, aber ich muss das sagen. Ich werde das Programm starten. Nein, ich verstehe es eigentlich nicht. Also, zumal, warum muss ich immer in das Hologramm rein? Das kann man ja wohl von außen beobachten. Okay, also. Commander Tama wartet auf Sie. Das ist schön. Dann gehe ich wohl am besten nach hier oben. Nö. Ich bin jetzt wahrscheinlich auf einer... Keine Ahnung. Hallo? Oh, das ist Commander Tama hier im Dunkeln. Deaktivieren Sie die Abhörgeräte der Tal'Shiar und verschließen Sie die Türen. Abhörgeräte. Also. So, kann ich die Türen verschließen? Nein. Wieso kann ich die Tür nicht verschließen? Ah, die Türen muss man auf der anderen Seite verschließen. Ganz logisch. Ach nee, das sind die Abhör... Ah, ich habe dort die Türen verschlossen. Alles klar. Dann sind das die Abhörgeräte und der Mann im Dunkeln, den man hier leicht hätte übersehen können. Also, was wissen Sie? Die Tan wurde von den leeren Spocks... Ach, jetzt kommen wir... Jetzt gehen wir noch weiter zurück. Okay. Also, wenn ich dann wollte, hätten sie die Tür nicht schließen müssen. Ich habe vor Selan in die Arrestzelle um mich dieses Schiffes... Auf der Seite der Reparatur... Sind sie auf meiner Seite? Puh. Naja, gut, das heißt, wir klauen dieses Schiff. Habe ich das jetzt richtig gesehen? Okay. Wir entriegeln die Tür wieder, nachdem wir beschlossen haben, dieses Schiff zu klauen. Und werden... Ja, wir werden jetzt mit Selan reden. Mal gucken. Wo ist Selan? Selan? Bist du Selan? Nö. Auch nicht. Auch nicht. Das ist ja super. Diese Mission ist ja wirklich der Hammer. Wenn du nicht Selan bist und du nicht Selan bist, dann ist... Ach, echt? Wow, das muss man aber wissen. Ja, natürlich, ganz geheim. Genau, geh doch mal zum Arrest. Sie stehen unter Arrest. Macht er bestimmt total gerne und freiwillig. Warum höre ich die Stimme jetzt zweimal? Die haben da zwei Synchronisationen drüber gelegt. Na, das ist ja eine verbackte Folge. Jau! Sprechen Sie mit dem Steuermann. Da ist der Steuermann. Hallo, Steuermann. Ich hoffe, du redest nicht auch mit doppelter Stimme. Setzen Sie einen Kurs auf das Deban-System. Daten von der Simulation. Ach, ich bin ja wieder in einer Simulation, genau. Ich kriege Kopfschmerzen von diesem ganzen temporalen Blödsinn. So, alle Daten runterladen. Programm beenden. Juhu. Eben noch auf dem Raumschiff. Jetzt schon wieder hier. Und... Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich muss mit dem Typen vom Gamma-Team reden. Hallo, Gamma-Team. Das ist überhaupt keine gute Lösung. Das ist ein sehr großer Eingriff in... Wir würden alles verändern. Also kann man natürlich die Folgen und die Zeitlinie und... reden. Ach, Nock ist auf einmal auch hier. Hallo, Nock. Naja, was wird mit der Republik? Mehr als alle anderen, das ist schon richtig.
Kann das Imperium auf seiner Macht ist, führen sie den Eingriff durch, wenn die Romulanische Republik ist. Okay, bitte mal sofort den Abflug vorbereiten. Die Romulanische Republik. Das ist auch schön. Sehr gut. Willkommen bei der Romulanischen. Darf es noch etwas Remoulade sein? Okay, was passiert jetzt? Schmetterling scheint eine lange Folge voller doppelter Töne und ähnlichen Sachen zu sein. Oh, Anorax. Das ist der Bergbauleser, Puff. Weg ist er. Der hätte ihn abschalten sollen, bevor er losfliegt. Tja, Leute, soweit zum Thema Assimilation, beziehungsweise Holodeck-Sachen. Das habt ihr ja mal richtig gut gemacht. Echt, das ist unerwartet. Super. Wir werden hineinfliegen, ihr bleibt da. Doch, natürlich. Ich hole mal vorsichtshalber ein paar Schiffe raus. Die aber bitte einfach nur mich eskortieren. Und dann fliegen wir mal ein bisschen näher ran. Und werden Romulus mal scannen. Außer nur Borg. Okay. Ein klein bisschen Raumkampf muss hier doch in jeder Folge dabei sein. Okay. Na, Captain Nock, was nu? Sprach er. Ich muss vor Ort. Okay. Auf gut Deutsch, wir müssen runterbeamen. Es ist klar. War so klar. Machen wir. Bisschen Landurlaub, Landgang. Ach, wir sind an Bord des Schiffes, da ist nicht viel mit. Okay, warte mal, mein Freund. Ich brauche da meinen... Ne, das ist das Spielgerät. Ich brauche da meinen Frequenzmodulator. Den brauche ich dafür. Okay, wir werden die Daten finden, während du noch vor dich hinbrabbelst. Na dann, gucken wir mal. Oh. Und ja, das Dumme an der Sache ist, man kann sowas natürlich ausrüsten, klar. Aber, man sollte dann den Frequenzmodulator auch irgendwie bedienen können. Okay. Wo ist denn das Teil? Ich hab den doch ausgerüstet. Frequenzmodulator. Ja, und wo ist der hier? Bedrohungspose, jede Menge Borgkram. Ah, Frequenzmodulation, da ist er. Gut.
Dann werden wir ihn mal hier reinlegen. 0, das war ich so gewohnt. Okay. So, dann geht's hier hinten weiter. Zum Wissensknoten gelangen. Ach, das bist du. Sicherheitsmaßnahme überbrücken. Coraline, nerv nicht. Weiter zum Knoten fort. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich lese heute aber auch, was ich denke. Gut, wir sind beim Knoten. Oder auch nicht. Ja, richtig. Ich habe mir den Heroldstab gegönnt und auch ein bisschen aufgewertet. Der ist jetzt golden mit Damage mal 2. Ja, mehr kann man da nicht draus machen. So, ich muss wohin? Dahin. Ah, sie ist schon an der Tür. Aber. Deckung geben? Wie lange brauchst du für eine einfache Tür, Mädel? Einmal Frequenzmodulation, bitte. Oh, wo kommt ihr denn plötzlich her? Hallo. Weiter, na dann, kann ich ja schon mal neu modulieren. Weiter zum Knoten vordringen. Das heißt, wir müssen da lang. Entschuldigt, ich habe gar keine Zeit für euch. Na dann, ist das der Wissensknoten. Meine Crew kämpft ein bisschen. Oh. Auch noch. Also der macht sich hier mal richtig gut, muss ich sagen. Da heißt es immer, der wäre genervt worden und wäre nicht mehr so gut, aber hallo. So, Sicherheitssystem der Borg. Das heißt, ach, das war hier, man muss hier die Treppen hoch und genau. Okay. Bap, 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 bap. Ja. Ja, completely assimilated. Genauso ist es. Und deshalb werden wir jetzt den noch ausschalten. Zeit zu remodulieren. Und dann gibt es die letzte Konsole. Da oben. Okay. Was? Ach du Schande. Okay, Sekundus der Borg. Ich brauche hier unten noch Keybinds, hatte ich das mal erwähnt? Mal, der war so schnell weg. Da konntest du gar nicht gucken. Okay. Laden Sie die Daten herunter. Das machen wir. Okay. Temporale Aufzeichnungen. Ah, das sind die. Tja. Jetzt wollen wir doch dann tatsächlich die
vorhergehende Zeitlinie wiederherstellen. Also der Stab hat sich richtig gut gemacht, muss ich sagen. Da war seine 50 Lobi oder 40 oder 30 Lobi, was das waren, wert. Ich wurde mit diesem Phaser-Gewehr Discovery nicht wirklich warm. Also dieser Einzelschuss, das ist es einfach nicht. Da muss irgendwie doch irgendwas anderes her. Und deshalb habe ich jetzt halt den. Und gut, ob ich jetzt das Plasmastrahlgewehr dort behalte oder dann dafür das andere, ja. So, okay, nichts wie raus. Auf Abfangkurs, das heißt da lang. Na dann, mal hin. Naja, die können ja alle decloaken, was sie wollen. Ich fliege jetzt erstmal dahin, wo ich nicht soll. Nein, ich soll die Borgschiffe abwehren, das ist klar. Das ist so klar, machen wir. Borgschiffe abwehren. Das heißt jetzt. So, jetzt bin ich hier irgendwie an den Kartenrand gedriftet. Und wo sind meine Borg, die ich abwehren sollte? Borgschiffe abwehren, die muss ich mir jetzt erstmal suchen. Eieieiei, da will man nur mal einmal kurz und dann. Da sind drei Borgschiffe. Ach Gott, und das konntet ihr nicht alleine. Dafür braucht ihr den Hammerhai. Hammerhai. Auch nicht schlecht, ja. Ich glaube, ich habe einen neuen Namen für mein Schiff. Wir werden angegriffen. Wir verlieren Energie. Ja. Na dann, komprimieren wir mal die Datenaufzeichnungen. Werden das Ganze modifizieren. Eine sichere. Ich komme mir vor wie ein Fernmeldetechniker. Ja. Ernsthaft, jetzt redet ihr alle noch. Könntet ihr nicht einfach mal loslegen, die Zeitlinie wiederherstellen, anstatt jetzt noch endlos zu diskutieren? Ah, irgendjemand hat den Knopf gedrückt. Nein, immer noch nicht. Ja, genau. Na komm, du bist eine Anorax, also. Wollte gerade sagen, dem kann doch nichts passieren. Upsala, da hat's aber ein bisschen geruckelt und gewackelt. Oh, das war mal Romulus. Ja, all eure Simulationen haben euch nicht wirklich geholfen. Man fuscht mit der Zeit einfach nicht rum. Die Tuterianer sind verschwunden. Was? Oh Leute, lasst einfach die Finger davon, wenn ihr keine Ahnung habt. Tja, das hättet ihr euch mal vorher fragen sollen. Und weg ist sie. So, was bleibt denn nur noch übrig? Bleibt überhaupt noch irgendwas übrig? Nyromulus ist weg, Borg ist weg, die Tuterianer sind weg. Und wir sind wieder da, wo wir angefangen haben. Okay. Im Konferenzraum. Ernsthaft?
Ich muss jetzt extra in den Konferenzraum watscheln. Oh Mann, ich muss mal diesen Stab hier ablegen. Mit dem komme ich gar nicht durch die Türen durch. Ne, das ist der falsche Weg. Entschuldigt. Da lang, da lang. Das sieht alles so ähnlich aus. Und das ist der Konferenzraum mit der tollen Aussicht. Genau. So, dann. Huch. Ich muss mit dem kleinen Mann reden. Zweimal. Die Ikonianer sind immer noch da draußen. Wir haben die Zeitlinie verändert, aber wir konnten unser Hauptproblem nicht lösen. Ja, es ist sehr verwirrend. Schön mit ihnen zu arbeiten, kann ich jetzt nicht gerade behaupten. Also, jedes Mal, wenn Nock auftaucht, bringt er die Zeitlinie durcheinander. Genau, wir können uns sowas nicht nochmal erlauben. Bitte arbeiten Sie in Zukunft einfach vorsichtiger. Hallo Jarok. Ja, alles, was wir tun können. Der Ikonianische Krieg ist jetzt fast Geschichte. So, Neuer. Ich muss sehr viel Daten analysieren. Ja, mach das mal. Tschüss. Mit dir will ich sowieso nichts mehr zu tun haben. Du hast mich Voyager genannt. Das geht gar nicht. Okay. Ich glaube, das war die Mission Schmetterling. Ja, das war die Mission Schmetterfalter. So. Wir haben einen fokussierten Angriff. Und jetzt muss ich genau überlegen. Singularitätskern, Warpkern, nein. Und diese wissenschaftliche Entzerrung, maximale Schildstärke, hilfsinnig, kritische Trefferchance. Ah, ich nehme den mal. Oh, da gibt es ja noch was anders. Antikroton-Tetrion. Antikroton, nein, nein. Nee, ich glaube, die nehme ich mal mit. Okay, das war das. Und jetzt haben wir noch eine letzte Folge. Oh, ein Sol. Set. Naja, dann gucken wir mal. Aber das machen wir nächste Mal. Ich sage erstmal danke für diese verwirrende Folge mit Doppelsynchronisation und Holodeck Timeline. In diesem Sinne, bis bald. Bye bye.